Seelen für den Stern. Der letzte Stall, bevor er abgeerntet werden konnte. Wir können nicht so bald einen weiteren Dorfbewohner verschwinden lassen. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt alles ordnungsgemäß vorbereiten. Wir können einfach einen weiteren Anhänger opfern. Lehrling Herlon wird kein großer Verlust sein. Ja, er wird genügen. Habt ihr etwas gehört? Könnt euch vor mir nicht verstecken. Hier drüben! Noch eine Seele für den Meister. Bruce Roda!
Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das. Hat Ranmir euch schon um ein Getränk angebettelt? Das ist verschwendetes Gold. Auf Wiedersehen. Der Kaiser hat jetzt das Sagen, was? Kann nicht lange dauern, bis uns diese Talmorica, Justimoren, ihr wisst schon, diese Elfen, bis sie uns anfangen zu piesacken. Bei Stendars Gnade, ihr habt ihn gefunden, Azuras Stern. Vielleicht ist dies meine Chance, die Dinge in Ordnung zu bringen. Ich kann Marlins Arbeit beenden, so wie wir es vor seinem Wahnsinn geplant hatten. Es würde bedeuten, den Stern von Azura zu trennen. Wenn wir fertig sind, würden nur dunkle Seelen in ihn eindringen können. Gebt mir eine Minute, um den Stern zu untersuchen. Mal sehen, was wir tun müssen. Diese Risse und Sprünge lassen nichts Gutes erwarten. Als Marlin die Akademie verlassen hatte, hat die Verzweiflung offenbar immer mehr von ihm Besitz ergriffen. Er hat es geschafft. Er hat es tatsächlich geschafft, seine Seele in den Stern zu bringen. Aber der Stein bricht auseinander. Er braucht immer mehr Seelen, um sich zu erhalten. Der Stern wird benutzt, um Marlins Seele zu erhalten. Solange sich dieses Fragment von ihm noch im Stern befindet, kann ich ihn nicht in Ordnung bringen. Genau. Aber wir können Marlin nicht einfach fortzaubern. Dagegen hat er Vorkehrungen getroffen. Seelen dürfen nur hinein, aber nicht hinaus. Wenn wir irgendwie eine Seele in den Stern schicken würden, eine, die bereit wäre, Marlin von innen zu überwältigen. Eine spezielle Seelenfalle. Euch in den Stern bringen, ohne euch vollends zu töten. Sobald Marlin erledigt ist, hole ich euch zurück. Ich verstehe, wenn ihr etwas Zeit braucht, um euch vorzubereiten. Sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Marlins Seele sollte in dem Stern sein. Ihn daraus zu entfernen, müsste theoretisch genauso funktionieren, wie anderswo einen Geist zu töten. Während ihr darin seid, werde ich eine Art magische Halteleine an eurer Seele befestigen. Wenn ihr fertig seid, brauche ich euch nur noch zurück in euren Körper zu ziehen. Marlins Seele ist ein hoffnungsloser Fall, weil sein Körper tot ist. Aber euch werde ich an diesem Ende gerade so eben am Leben erhalten. Aber seid vorsichtig. Wenn ihr im Stern sterbt, wird eure Seele zerbrochen. Wenn das geschieht, kann euch niemand mehr helfen. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Ich habe euch gesagt, was ihr wissen wolltet. Gut. Bleibt ganz ruhig. Das könnte wehtun. Zuerst muss ich mich eurer Seele bemächtigen. Jetzt atmet tief ein. Ah, meine Anhänger haben mir eine frische Seele geschickt. Gut, ich bekam schon Hunger. Wartet. Irgendwas mit euch ist anders. Und wer seid ihr, dass ihr mich herausfordern wollt? Ich habe die Sterblichkeit selbst bezwungen. Ich habe den Daedra-Fürsten in die Augen gespuckt. Dieses Reich gehört nun mir. Ich habe zu viel geopfert, um es mir von euch wegnehmen zu lassen. Seid ihr bereit für den Tod?
gewagt, es gegen einen Dune mehr zu kämpfen? Ja! Ja! Nein! Nicht. Marlins Verzauberungen sind gebrochen. Wartet! Ich hole eure Seele dort heraus. Macht euch bereit. Ich werde mich an eurem Herzen haben. Was war das? Schon gut. Die Taubheit wird vorübergehen. Überanstrengt euch nur nicht. Wir haben es geschafft. Der Stern wurde von Azura entfernt. Und Marlins Seele hat jetzt endlich in gewisser Weise Frieden gefunden. Wenn auch in der Nicht-Existenz. Jetzt? Ihr könnt ihn für den Zweck nutzen, für den er bestimmt war. Um schwarze Seelen für Verzauberungen zu nutzen. Der schwarze Stern wird niemals verfallen, aber er kann die weißen Seelen niederer Kreaturen nicht mehr halten. Behaltet ihn. Dieses Kapitel meines Lebens würde ich lieber hinter mir lassen. Glückwunsch. Ihr habt das Schicksal eines dädrischen Artefaktes geändert und seid immer noch am Leben. Also gut.